Am Superdienstag bei uns Steffen Schindler, unser Mann vom Deutschen Weininstitut. Da könnte man sich die amerikanischen Vorwahlen auch schön trinken, vielleicht, ja, oder? Hoffentlich nicht, müssen wir es nicht machen. Nein, wir schauen uns jetzt mal an, was der Weinjahrgang 2015 gebracht hat. Ja. Ist es ein guter Jahrgang gewesen letztes Jahr? Um das zusammenzufassen, der Jahrgang war super. Der Winzer ist ja etwas der Natur ausgeliefert, klar. Und es kann ganz viele Dinge passieren über den Lauf des Jahres. Es kann anfangen, dass man Frost hat im Frühjahr, dass die Triebe absterben. Es kann während der Blütezeit hageln, es kann regnen. Aber letztes Jahr war alles irgendwie entspannt. Es war alles super. Der Sommer war großartig, weiß ja jeder noch. Dann hatten wir einen tollen Herbst, weil im Herbst brauchen wir warme Tage für die Zuckerbildung in den Trauben und kühle Nächte, damit die Säure schön knackig bleibt, und hatten wir beides. Also ich habe selten so wenig Schlechtes gehört über den Jahrgang als 2015. Jetzt hast du uns schon die ersten Flaschen 2015er Wein besorgt. Das war gar nicht so einfach, denn die sind gerade alle im Abfüllen. Der erste, den wir uns näher angucken und anriechen, ist der Müller-Thurgau. Ja, ne, also Müller-Thurgau. Hier, das MTH. Haben wir, MTH, Müller-Thurgau. Den gab es wirklich, oder, den Mann? Den Mann gab es, also es ist eine Kreuzung. Übrigens, alle Weine, die ich dabei habe, sind Kreuzungen. Also man kennt ja Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Silvaner. Das sind Rebsorten, die gibt es seit vielen hundert Jahren, ne, oder tausend Jahren zum Teil schon. Das sind jetzt alles Weine, die sind von Menschen gekreuzt worden. Und also der Müller-Thurgau? Müller-Thurgau ist eine Kreuzung, aber nicht aus Müller und Thurgau, sondern der Herr Müller, oder? Sehr gut. Ja, es gab einen Müller, und da, weil es so viele Müller gibt, der kam aus Thurgau in der Schweiz. Und deshalb heißt der auch heute noch Müller-Thurgau. Also zumindest mal reinriechen, oder? Regular noch kein Wein für die Schweizerin, oder? Willst du übrigens mal? Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Wir spucken den alle hinten wieder aus. Ich rieche nicht mal, ob ein Wein Korken hat. Oder echt? Ja, das werden wir gleich noch austesten. Kann man üben. Ich bin halt schlecht. Das ist aber auch ein leichter, oder? Das ist jetzt ein leichter. Der hat, wenn wir mal gucken, 12 Volumenprozent Alkohol. Das ist relativ leicht, das geht noch. Zur Not noch das Heute-Journal moderieren. Ja, das ist ja das, was den Jahrgang 2015 ausmacht. Ne? Wunderschön leicht. Und wir haben so letztes Jahr alles produzieren können. Von diesen einfachen, leichten Weinen für jeden Tag bis hin zu ganz hochwertigen, trockenen Weinen, Trockenbeeren auslesen. Man konnte alles machen letztes Jahr. Du hast da auch eine Beere dabei, die kenne ich nur als Kreuzung zwischen Sat.1 und ZDF. Kerner. Ja. Also man muss was dazu, ist der Kerner für einer? Ist auch eine Kreuzung. Also Müller-Thurgau ist eigentlich die erste Kreuzung. Ja. 1882 schon gekreuzt und war mal die wichtigste Rebsorte in Deutschland. Heute ist der Riesling. Kerner ist 1929 gekreuzt worden. Und es ging bei diesen Kreuzungen damals darum, dass das Klima war halt relativ schwierig für den Wein in Deutschland. Und man wollte Rebsorten, die sehr gut früh reifen und gut mit unserem Klima zurechtkommen. Und deshalb hat man eben gekreuzt. Und auch so kam auch der Kerner. Der Name kommt aber nicht von dem Herrn Kerner, logischerweise. Es war ein Poet in Württemberg, nach dem wurde das benannt. Justinus noch Kerner. Ein Poet, oder? Was haben wir da noch? Den Dornfelder, ja, den kennen viele? Dann wurde auch weiter gekreuzt. Dann ging es jetzt eher darum, beim Rotwein, dass man Rotweine wollte, die mehr Farbe haben. Unsere rote Weine waren zu blass in Deutschland. Und dann sind die Winzer oder die Rebzüchter hingegangen, haben immer weiter gekreuzt. Und so kam man zum Dornfelder 1955. Der hat halt eine sehr schöne, tiefe Farbe und ist auch sehr, sehr früh schon trinkreif. Das ist halt auch ganz toll beim Dornfelder. Du musst ja nicht jahrelang hinlegen, sondern da ist halt sehr früh, wie jetzt schon. Das heißt, die zwei angenehm. 2015er, die kannst du jetzt auch schon locker. Ich sag immer, Weine, die unter 10 Euro kosten, trinkt die sofort, also im ersten Jahr. Die werden nicht besser. Die sind so, wie sie jetzt sind, eigentlich perfekt. Mhm. Also große Weine, teure Weine, die kann man da auch mal hinlegen ein paar Jahre. Aber ich sag mal, bei 90% der Weine sind die eigentlich gemacht, damit man sie trinkt. Der muss noch ein bisschen atmen jetzt, oder? Ja, der ist auch, genau. Das ist immer ganz gut, atmen zu lassen. Der ist auch leicht, 10 Volumenprozent Alkohol. Wenn man Rotwein trinkt, kann man den so gegen das Licht halten und dann noch mal irgendwie was entdecken? Nein, ja, du siehst halt natürlich immer, ne? Rot. Man möchte schöne Farben, ne? Der geht so ein bisschen ins leicht bläuliche. Das ist auch bei den Trauben so, wenn du Dornfelder Trauben liest, dann hast du sofort einen lilanen Mund. Ne? Die Lippen, da ganz viel Farbe drin. Das wollte der Züchter. Ne? Ja, kann ich jetzt gar nicht brauchen. Am frühen Morgen zu viel. Ne? Was haben wir da noch? Der Regent ging es auch darum, dass man viel Farbe bringt. Aber bei diesen beiden, dem Regent und dem Cabernet Blanc, da hat der Rebzüchter was ganz Tolles gemacht. Und zwar haben die versucht, Reben zu züchten, die für die Umwelt gut für die Umwelt sind, weil die pilzwiderstandsfähig sind. Nachhaltige Weine oder was? Die mit der Umwelt am besten, die mit dem Weinberg gut zurechtkommen. Genau, die sind sehr gesund, die Trauben, und die sind nicht anfällig für alle möglichen Formen von Krankheiten. Und deshalb musst du weniger Chemie einbringen in den Weinberg. Das heißt, die werden vor allem gerne benutzt auch von Öko-Betrieben. Also hier zum Beispiel bei dem, was sieht man hier unten, da ist das Logo von Ecovin, das ist die größte man sieht es ganz gut. Der größte Verband von ökologisch arbeitenden Weingütern. Und die brauchen solche Rebsorten. Ja. Und Cabernet Franc, also Cabernet Blanc, Entschuldigung, da ist Cabernet Sauvignon. Der Vater hat also diese Aromatik des Sauvignon Blanc, was ja sehr trendig im Moment ist. Aber zusätzlich kommt hinzu,
Er ist eben pilzwiderstandsfähig. Ein Piwi, wie man so sagt. Ein Piwi. Jetzt wird noch gefeiert. 100 Jahre Scheurebe. Ja. Das war der Herr Scheu, der eine Rebe züchtete, oder genau was? Genau so ist es. In Alzey 1916, also in Zeiten vom Ersten Weltkrieg, haben die damals auch Reben gezüchtet. Und gibt es bis heute noch. Und gibt es ja. Das war mal die fünftwichtigste Rebsorte in Deutschland. Rebe, komm mal zu mir. Die Nase bräuchten wir jetzt nur. Komm mal so einen kleinen Scheurebetest machen. Die ist ein bisschen verrucht geraten in 70er, 80er Jahren, weil sie immer süß und pappig und zu opulent, zu viel Aber hatte man früher eben mehr pappige Weine, ja, ne? Das war einfach Mode damals, aber es kam eben aus der Mode in 80er, 90er Jahren. Und heute gibt es viele Winzer, die sie trocken ausbauen. Und sie ist jetzt wieder richtig trendig geworden. Und sie hat jetzt auch noch 100 Jahre Geburtstag dieses Jahr. Und wir werden wieder mehr Scheurebe sehen, bin ich ganz sicher. Wir wollen mal ein bisschen spielen. Es geht ja immer um die Aromen im Wein. Das heißt, du müsstest jetzt mal gucken. Es geht um den Geruch, was man so rausriecht. Und du könntest einfach deine Aromen, die du so interpretierst, aus diesem Wein in dieses Schälchen legen. Aber probieren hilft natürlich auch, klar. Aber es ist so, auf die Zunge legen oder so. Ist davon da drin? Oder? Naja, also was heißt nicht drin? Die Aromen sind da drin. Ne? Das ist schon aus Trauben gemacht, nicht jetzt aus Zitronen oder aus Stachelbeeren oder Schokolade. Aber man versucht heute, die Aromen über was man riecht und schmeckt, zu erklären über Dinge, die man eben kennt. Ne? Und man kennt eben, wie eine Rose riecht. Ich würde mal eine Rose reinlegen, das sieht auch schön aus. Du bist dann mehr der optische. Was ist Mango? Wir haben ja Mango, wir haben Zitrone. Du kannst auch gerne da nochmal. Wir haben Birne, Pfirsich, aber Banane. Kann man nicht eigentlich alles reinlegen? Ja gut, wenn du alles riechst, kannst du natürlich alles reinlegen. Ich sag ja immer... Na, denn nur drei. Gut, das spricht jetzt wieder für die Scheurebe, weil die Scheurebe ist eine Rebsorte, die extrem viel Aroma hat. Man spricht von Bouquet-Rebsorten und die sind nicht sehr neutral, sondern die bringen einfach ganz viel Aromen mit sich. Was ist jetzt richtig oder was wäre die Lösung gewesen? Richtig und falsch gibt es beim Wein schon mal gar nicht. Ja, jeder riecht und schmeckt das, was er möchte und jeder trinkt das, was er möchte. Also ich hasse es, wenn man den Leuten sagt, ja, das kannst du auch. Das ist doch schon mal ein guter Tipp, bei der nächsten Party kannst du dich einfach jemanden stellen und sagen, ja, ich rieche da so ein bisschen. Ja, das hilft immer, ne? Klar, ein bisschen angeben, das hat man leider beim Wein halt sehr oft, ne? Und dann trauen sich die Leute nicht mehr zu sagen, aber ich rieche und schmeckt eigentlich was ganz anderes, ne? Also oder was ich schmecke, sagen, ist okay, oder? Genau, so, das ist die richtige Herangehensweise. Und was hätte jetzt der super mega Sommelier rausgerochen? Und was ich jetzt so rausgerochen und geschmeckt habe, wäre jetzt typischerweise, also was ich jetzt zum Beispiel gar nicht drin fand, war das Würzige. Ich hab's gerochen. Ja, gut, dann ist es ja auch richtig, wenn du das gerochen hast. Ne? Also, Zitrus, Säure haben wir immer beim Weißwein. Ne? Der eine ist ein bisschen empfindlicher für Säure, der andere weniger, der eine mag es, der andere nicht. Aber das haben wir natürlich sowieso immer dann dabei. Die Stachelbeere, das sieht man jetzt hier, die war eingelegt, hat man auch sehr gerne. Olive, das wäre ein Problem beim Wein. Ja, das wollen wir jetzt weniger. Und was wäre das dritte im Bunde? Man kann Birne gerne, hat man also sehr gerne in der Beschreibung von der Scheurebe, vor allem eine reifere Birne. Aber Pfirsich wäre zum Beispiel auch okay gewesen. Ich danke dir ganz herzlich. Zum Wohl und auf den Jahrgang 2015. Ja. Bin gespannt, was 2016 kommt. Ja? Jetzt trinken wir erstmal 2015 und haben damit Spaß. Ja, aber vielleicht nicht alles am Vormittag. Ja? Vielen Dank, dass du den kleinen Spaß mitgemacht hast.